Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Greenhell. Da vorne steht der Peter, kniet, sinkt, wenn man rangehen. Vielleicht kann man umbringen, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall gespeichert, wir sind aber sehr müde, sehe ich gerade. Das Fleisch ist, glaube ich, noch am Brutzeln. Na, ich glaube, da werden wir schlafen gehen müssen. Das ist gerade sehr ärgerlich. Wahrscheinlich regnet es dann wieder und das Fleisch ist nicht fertig gebraten. Wir werden es erleben. Es wird jetzt sehr, sehr spät werden. Ich hoffe, dass uns die Kannibalen hier nicht angehen. Er scheint auch weg zu sein. Keine Ahnung. Zumindest sehe ich ihn gerade nicht. Wir trinken noch ein Schlückchen. Verbrannt! Willst du mich schälen? Na, ist nicht der Ernst. Oh Mann, weil wir so lange geschlafen haben. Echt jetzt? Kann man das trotzdem noch essen? Die Gesundheit sinkt zwar, wir kriegen dafür einen Haufen Proteine, das ist mir jetzt gerade wurscht. Und einen Haufen Fett. Das passt schon so. Das ist okay. Wir schlafen nochmal eine Runde. Da war gerade ein Ureinwohner, nämlich vorhin. So ein Dschungeltypi, aber der ist abgehauen, scheinbar. Also wir haben unsere Ruhe, das gefällt mir auch ganz gut. So, jetzt ist es 3 Uhr morgens fast. Es regnet selbstverständlich. Na, der ist noch da. Der ist beinhart noch da. Ich werde speichern gehen. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir den nicht so leicht besiegen können. Weil die haben mir letztes Mal ganz schön vertragen. Ja. Das wird jetzt in der Tat... Das wird jetzt in der Tat... Okay, das war für nix. Ja, natürlich ist er müde, ist ja logisch. Ich will nämlich headshotten, nach Möglichkeit. Oh, sie sind zu zweit. Kratzer, Abschürfungen. Okay, das sollte man besser nicht machen. Okay, so ein Headshot haut nicht hin, die sind auch zu zweit, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Das heißt, wir verhalten uns nach Möglichkeit ruhig. Lassen das mal gut sein. Ich habe nämlich auch keine Ahnung so recht, wie man kämpft eigentlich. War eins so ein Pfeilchen, ich weiß auch nicht, ob man diesen Pfeil upgraden kann. Na. Geht nicht. Okay. Aber wir könnten dann bald wieder Stöckchen sammeln. Ich glaube, wir legen uns nochmal hin. So, zumindest einmal bis ja, 7. Das ist schon okay. Ich glaube, die Herrschaften sind weg. Jupp, die sind weg, das freut mich. Vielleicht haben sie ja was erbeutet. Das wir für uns nutzen können. Stockerl. Dann haben wir hier noch mehr Stöckchen. Aber so wie es ausschaut, haben sie nichts gejagt. Sie sind nur hier gestanden und haben gebetet, kann man das so sagen. So. Großer Stein, den nehmen wir mal mit für unser Lagerfeuer. Damit wir nach Möglichkeit auch endlich mal eins haben. So. Das unterm Dach steht, damit es nicht immer ausgeht. Stock, okay. Der steht etwas komisch, aber naja. So. Und vielleicht können wir ja wieder nach Möglichkeit etwas jagen. Etwas,
erbeuten. Einmal haben wir ja schon ganz erfolgreich was für uns gejagt. Vielleicht klappt es ja nochmal. Kein Platz mehr. Okay. Stöckchen haben wir genug. Kleine Stöckchen wären cool. Was haben wir hier? Einen großen Stein. Den könnten wir bei Gelegenheit auch mal wegbringen. Ah, da unten sehe ich eine Beute. Eine Beute für uns. Da drüben, schau mal. Na, du bist echt schwach. Jetzt habe ich es aus den Augen verloren. Ist es noch da unten? Ah, da drüben geht's. Jetzt ist schon zu weit weg, hä? Ei, caramba! Ein Egel haben wir schon wieder. Das ist ja ekelhaft. Einen Egel. Drei Egel sogar. Pfui, pfui, pfui. Auf der anderen Seite auch? Na, schaut nicht aus. Dürfte ich jetzt bitte meine Beute hier... Jetzt ist es weg. Hoppala. Also wirklich etwas zu jagen ist nicht einfach. Ah, da unten ist eins. Jetzt ist es wieder weg. Yeah. Oh. Unser Bogen, also unser Pfeil ist echt schwächlich. Ist die Frage, ob es nachblutet und dass es dann weiter drüben verstorben ist. Das ist aber auch halt die Frage. Das ist dann echt lästig. Okay, das klappt überhaupt nicht. Ich wollte mal so einen Krebs eigentlich fangen. Aber das haut überhaupt nicht hin. Jetzt ist die Frage, ob dieser ekelhafte Jaguar noch hier ist. Weil ehrlich gesagt, ich würde gerne meine Beute holen. Wenn möglich. Die hier irgendwo verändert sein müsste. Da vorne vielleicht? Nein. Wow! Du Deichsel! Was war denn das jetzt? Fieber. Da eine Schlange! Du Mistviech. Du Saufich. Südamerikanische Klapperschlange. Ich bin wunderbar. Was gibt's denn Schöneres? So, haben wir was zum Essen dabei? Super. Du bist gestorben, wegen dem Gift. Okay. das war jetzt nicht sehr gut. Das war jetzt gar nicht gut. Okay, Klapperschlangen gibt's auch. Mhm. Gegen Vergiftungen haben wir da schon einen Eintrag? Ich glaube nicht, ne? Na, großartig. Was machen wir gegen Vergiftungen? Ja.
Tagebucheintrag, Erste Hilfe, Wurm, Parasiten, Lebensmittelvergiftung, Egel, Kratzer, Schrammen, geistige Gesundheit, sonst nichts. Okay, gegen Gift haben wir noch nichts. Also Merksatz an uns selber, auch hier gibt es Klapperschlangen, Gott sei Dank. Ja, guck. Ich werd narrisch. Es ist unfassbar. Ich glaube, hinlegen wollte ich mich nochmal, ne? Ich habe vergessen, welche Uhrzeit wir da jetzt haben. So, einmal noch kurz Schlaf. Ich schlaf. Ja, so bis 7. So, das passt schon mal. Alter. Also das Leben im Dschungel ist schon gemein, ne? Ich nehme da mal 3 Stück mit von den Pilzen hier. Und schaue mich hier dann nochmal. Ei, da ist so ein langer Stock. Ich wusste doch, dass ich noch einen übersehen habe. Habe ich das Viech jetzt? Also bei aller Liebe. Es ist ein Pfeil in den Arsch gewesen und das Viech stirbt nicht. Naja, egal. So, würde ich mal sagen, den einen bringen wir zurück. Weil der nervt uns sonst nur. Zack, 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 zack. So. Aha, das hat einen Grafikbug. Wie herrlich. Da ist noch ein Pfeil. Gott sei Dank. So. Okay, Klapperschlangen. Mhm. Das heißt, ich sollte nach Möglichkeit nicht so dumm und dämlich in dem Dschungel herumlaufen. Das könnte ganz schnell böse enden. Das ist immer noch nett. Okay, das war ein Schuss in den Ofen. Aber jetzt, oder? Immer noch nicht. Das ist lächerlich. Ehrlich, das ist lächerlich. Ich hab's aber schon getroffen. Ah, hier ist es. Was? Kugelgürtel Tierfleisch. Okay. Und wir kriegen hier, wie es ausschaut, aber keine Sachen, mit denen man Rüstungen bauen könnte oder so, ne? Vielleicht ist das auch noch gar nicht möglich. Aber vielleicht geht's hier generell nicht. Könnte ja auch sein, ne? Naja. Was auch immer. Ich hätte halt nur sehr gern... Ich hätte halt wirklich nur sehr gern schon mal Fische oder so gefunden. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das so schlau ist, im Hintergrund Musik laufen zu lassen. Da ist sie. Schlange. Hab ich dich, du Saufich.
Diesmal beißt du mich nicht, du dreckige Mistschlange, du dreckige. So. Klapperschlangenfleisch an Haufen. Ja, das ist nicht schlecht. Vielleicht müssen wir sie aber auch erst lernen, ne? Das hatten wir jetzt eh schon öfter. Und da unten sind halt ein Haufen Krabben. Ich habe keine Ahnung, ob man die mit dem Pfeil niederstrecken kann. Ist da unten ein Fisch? Oder ist es ein Krokodil? Also irgendwie trifft gar nichts. Ja, ja, du bist müde, wie immer. Da ist jetzt gerade was im Wasser geschwommen, ne? War das jetzt ein Krokodil? Oder ist es tatsächlich unser erster Fisch, den wir hier sehen? Okay, die kann man nicht erschießen. Ich habe auch nichts gespeichert. Das heißt, wenn wir hier jetzt da... Wow, verrecken. Ja. Yes! Eine Languste. Die nehmen wir mit. Und noch eine. Die nehmen wir auch mit. Super! Unsere Pfeile, unsere drei, die ich hier verschossen habe. Und da ist noch eine, schau. Na nü. Na, jetzt haben wir sie. Und die nehmen wir auch mit. Ups. Ah, wir haben keinen Platz mehr. Das ist scheiße. Kann man sie so essen? Ohne Braten? Lebensmittelvergiftung. Gott sei Dank. Das habe ich ja schon kommen sehen. Also keine Languste so essen. So, wo haben wir denn jetzt die... Verbrauchsgegenstand? Ich habe keine Ahnung. Ja, Speibermarung, du hast eh recht. Das lief ja nicht so super. Tatsächlich, ich glaube, da sind echt Fische drin. Zum ersten Mal Fische. Wir könnten ja aber auch mal hier Ordnung machen, ne? So ein bisschen platzsparend wenigstens. Dann hätte die eine vielleicht sogar noch Platz hier, ne? So vielleicht. Ist die jetzt schon weg? Ah, die haben wir gegessen, ich bin doof. Ich möchte auch gerne mal einen Fisch fangen, ehrlich gesagt. Fischi, 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 Fisch. Oder sind das womöglich gar keine Fische, die wir fangen können? Jawohl! Stachelrochen. Passt, dann nehmen wir so mit heim, würde ich sagen. Wie er noch stirbt da auf unserem Speer, ne? Sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. Ich sollte vielleicht... Boah, ich sollte aufpassen. Ich habe so Angst, dass ich mal... Boah, ich dachte, das ist eine Schlange, ne? Oh, schreck das nach. So, wir bringen unsere Beute mal besser nach Hause. Wir sind ja auch schon müde. Da wir den Weg hier eigentlich schon... Aha. Okay. Ich werde mal... So, ich werde mal alles versuchen zu essen, was es das hier so anbietet. Oh, ja, ich muss brechen, das war klar. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht, ne? Schau, eine Kokosnuss. So, einmal drin. Na, würdest du? Danke. Und sammeln. Ach. Ja, brich nochmal, hast eh recht. So,
Könnte ich jetzt bitte was essen? So, ich hoffe, das reicht derweil. Oh, unser Ding, unser Rochen ist weg, ne? Nein! Habe ich den jetzt hier irgendwo liegen lassen, oder? Ein Unmacht fallen werden wir auch gleich. Mhm. Naja, das war klar hier. Wir werden hier ähnlich krepieren. Ich werde versuchen, die rohe zu essen. Es wäre noch schön, wenn es hier ein paar Nüsse geben würde. Der Heimweg ist doch etwas lang. Und zu rochen ist es leider weg. Ein Truthahn. Sammeln. Irgendwas zu fressen wäre, also irgendwas zu essen wäre super. Da hätte man noch einen. Also wie viele sind hier gestorben? Naja, Federn und so weiter können wir immer brauchen. Ich wäre jetzt auch froh über eine Banane. Ich glaube, ich sollte ein bisschen sprinten. So. Hier haben wir ein getrocknetes Fleisch, das werden wir gleich mal runter essen. Sonst ist, glaube ich, eh noch nichts getrocknet. Das heißt... Na, mach sie hin. Wir trinken schnell was. Wir sammeln das. Tschüss. Und wir essen das. Sehr gut. Puh, das war knapp. das war wirklich knapp. So, Klapperschlangenfleisch. So, haben wir noch Platz? Tatsächlich nicht mehr. Wir haben mehr gefunden, als ich gedacht hätte. Wir können auch momentan leider Gottes noch kein Lagerfeuer machen. Wir sind aber auch wahnsinnig müde. Das war ja schon mal überhaupt nicht schlecht, oder? Finde ich. Die hier werde ich gleich verputzen. Weil der hat uns gar nicht so wenig Energie und Kohlenhydrate beschwert. Genau, der hat uns die beschwert. Hm? Beschert. So und so. Ach, das mit dem Rochen tut mir jetzt aber echt leid. Wenn man, also könnt ihr euch gleich merken, wenn ihr brechen müsst, ist das, was ihr in der Hand habt, weg. Ist ja nur gerecht. So, wir gehen mal schlafen. So, gutes Nächtle. Ich wollte speichern. Ich mache mal etwas frühzeitig auf und speichere mal schnell. Hui! Das eitert ja schon echt in Arbeit aus, oder? Würde ich mal sagen. Ich möchte auch für uns eine schönere Behausung dann finden, so wenn es geht, so ein bisschen versteckt in der Felswand oder so. Ja, ich bin schon am Sterben. Alles klar. Disgusting. Boah. Das ist wurscht. Denk dran, du bist ein Mann. Du brauchst das. So, wir trinken mal was. Wir trinken was. Hier gibt es nichts mehr. Hier haben wir noch was. Hier haben wir noch was. Hier haben wir auch noch. Dann hier. Und hier. Und hier. Und hier. So, jetzt wird er wohl fertig sein mit dem Saufen. Wir haben schon wieder einen Egel. Boah, ey. Die Viecher, ne? Drei sogar. Das ist unglaublich. So.
Natürlich regnet es und es ist mitten in der Nacht und deshalb würde ich mal sagen, wir schlafen noch mal eine Runde. Wir tun eigentlich nur schlafen mit dem Partner. Wir tun nur schlafen. So, bis, ja, so ungefähr. Das passt schon so, würde ich sagen. Natürlich regnet es abermals und immer noch und. Saubere Schale, aber kein Wasser zum Saufen, oder? Doch. Trinken steht ja dabei. Passt. Nicht nehmen, sondern trinken. Auf das muss ich schauen. So, wie schauen wir mit unserer Gesundheit aus? Ja, Kohlenhydrate fehlen uns schon wieder. Das heißt, wir bräuchten Bananen. Dann schauen wir uns doch gleich mal hier hinten um. Dann wieder eine Kokosnuss, die werden wir gleich später ins Lager bringen. Aber in der Tat haben wir hier leckerste Bananen. Aber Leute, nehmen, essen. Die müsste jetzt weg sein, genau. Haben wir noch eine Bananenblüte? Ja, hier. Essen. Essen. Nein, nicht nehmen, ist ja wurscht. Essen. Essen. So. Die ist auch weg, passt. So, und derweil haben wir, glaube ich, keine weitere. Hier, die können wir auch mal ein bisschen essen. Ich glaube, die Weizen. Minus ein Parasit, genau. Haben wir Parasiten? Da haben wir wieder einen Vogel. Ey Mann, hast du einen Vogel? Wir haben keinen Platz mehr. Das gehört sich aber gar nicht. Das heißt, wir müssen wieder Pfeile bauen. Oi, weil wir so viele. Ich sehe schon, weil wir so viele Kokosnussschalen haben. Warte mal kurz. Theoretisch können wir hier ja auch welche hinstellen, ne? So. Und so, wo haben wir eigentlich die Knochen her? Da geht jemand. Okay. So, so. Und du auch noch. Passt. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich wieder ein paar Pfeile bauen. Boah, trinken wir uns noch voll hier. So viele Kokosnussschalen, ne? So. Prost, genau. Ah, hier ist unser Steinchen, das wir mal vor, ich glaube, ein oder zwei Parts verloren haben. Ja, das kann schon mal passieren. Und irgendwie werde ich nicht fertig mit dem Haus. Überhaupt keine Chance. So, mir kommt immer vor, ich baue auf dieselben drauf. Da haben wir noch ein Steinchen. Es ist halt auch doof, dass man die großen Steine hier immer einzeln tragen muss. Naja, was soll's? Ja, Halleluja, la la. Aha. Okay, dann halt so. Na. 9 von 12, sehr gut. Na, was raunst denn hier so rum? Alle großen Steine, bitte Hände hoch. Steine haben keine Hände. Den nehmen wir auch gleich. Na, da geht nichts, da kann man nichts mitnehmen. Okay, schade. Ich dachte nur, ich dachte nur. So. La 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 la. So. Wir haben auch noch ein kleines Stöckchen. Ich habe immer Angst jetzt vor Schlangen, ne?
Aber hier sind tatsächlich keine. Hier sind tatsächlich keine Fische, ne? Die sind tatsächlich nur da unten. Ich schaue mich einfach mal ein bisschen um. Hier wäre auch nicht schlecht, eine Behausung zu bauen. Wäre man sogar geschützt. Da wäre es richtig cool. Hier oben. Können wir uns mal überlegen, ob wir das möchten. Ich bin nur mal so ein bisschen am Herumschauen, ne? In diesem Modus ist eigentlich nur der Sinn und Zweck, dass wir überleben, glaube ich, ne? Glaube ich. Achso, mein Kopf macht schon wieder da, ne? So, das essen wir mal. So. Jetzt wird er wohl hoffentlich zufriedengestellt sein. Der kaprizierte Mensch hier. So, und ihr habt mich jetzt schon wieder verlaufen, oder was, ne? Das kann ich, glaube ich, am besten. Nein, ich habe nichts verlaufen. Ich käme schon raus. Passt alles. Ich wollte eigentlich noch Steine suchen. Ich wollte eigentlich nach Steinen suchen, nach großen Steinen. Hab bis jetzt aber nichts gefunden. Das nehmen wir natürlich auch mit. Die Federn haben keinen Platz mehr, das war eh klar. Das bedeutet, wir müssen ganz fix ein paar Pfeilchen machen. So. Und dann gleich die nächsten. Also der hat ja auch keinen Platz, ist eh klar. So. Dann die nächsten. Das Bauen ist halt noch ein bisschen mühselig. So. Ah, jetzt geht's auf einmal. Okay. Jetzt kann man das auch mitnehmen. Na nü. So. So und so. Und so. Herstellen. Dauert halt jetzt wieder ein bisschen. Aber wir haben ja schon wieder einen Haufen Pfeile eigentlich verbraten. Und der Part ist auch schon wieder zu Ende. Alter! So. Passt aber. Würde ich sagen. Ich wollte eigentlich nur mit einem Stein zurück, ne? Mit einem großen Stein, den wollte ich noch mitnehmen. Nehmen wir halt eine Kokosnuss mit. So, nix wie zurück. Ja, wir wollen ja zurück, aber geht halt dabei nicht. So, die Kokosnuss schmeißen wir in unser Kokosnusslager. So, zack. Haben wir hier schon was fertig? Das mit Trocknen wird irgendwie nichts, ne, wenn es regnet. Dann würde ich sagen, wir trinken noch was. So. Na, trink. Achso, ich nehme das wieder. Hoppala. Ich dachte, er hat mich getrunken. Dabei passt eh alles. Er trinkt eh brav. So, Lagerfeuerasche. Ein Haufen Kohle. Werden wir da gleich ein neues hinklatschen. So. So. Dazustechen musst du jetzt nicht.
und ich würde sagen, wir beenden den Part hier in unserem Wahnsinn. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi! No one.